Herzlich willkommen auf dem Channel Flight Level. Mein Name ist André und auch für mich geht's hier ins 40-jährige Geburtstags-Update des Microsoft Flight Simulators. Was neu dabei ist? Viele Funktionen, aber eine ganz wichtige: Helikopter werden jetzt nativ unterstützt. Und Microsoft hat sich da einiges bei gedacht. Das ist alles gar nicht so einfach, wie ich dachte. Also wer aktuell den H135 Airbus oder den H145 geflogen ist, der wird hier merken, dass das alles nochmal etwas komplexer ist. Natürlich bin ich den H135 auch mit entsprechender Assistenz geflogen. Die habe ich hier mal ausgestellt. Ich zeige euch in diesem Video, was ihr in der Unterstützung ausstellen müsst, um das Erlebnis eigentlich realistischer zu haben, was es in der Tastaturbelegung und der Tastenbelegung noch zu beachten gibt und welche Empfindlichkeiten hier wirklich wichtig sind. Von daher geht's jetzt ab in den Heli, nicht ins Flugzeug. Viel Spaß! So, und da sitzen wir drin. Aber bevor es losgeht, gehen wir direkt ins Menü. Wir gehen einmal hier auf die Unterstützung. Und dann gibt es hier unter Pilotensteuerung diese drei Optionen, die jetzt neu dabei sind, die standardmäßig auf eingeschaltet sind. Ich schalte die einmal aus. Wichtig hier natürlich für die Hubschrauber, dass die Heckrotorunterstützung aus ist. Und das ist wirklich ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Denn wenn ihr ein Ruder habt, dann müsst ihr ordentlich ins Ruder treten, direkt bei Start, und müsst so ein paar Sachen beachten. Ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich das jetzt beim ersten Mal hinbekomme, aber ein Versuch ist es ja wert. Das Update ist ja noch nicht so lange draußen, also hatte ich auch noch nicht so viel Zeit zum Üben. Das sei mir doch dann bitte verziehen. Und auch die zweite Steuerknüppelunterstützung stelle ich aus. Dann geht der ganze Block hier wie immer auf ganz schwer und dann speichern wir das erst einmal ab. Gehen wir zurück auf die Steuerungsoption. In den Steuerungsoptionen habt ihr jetzt neu ein Profil für den Stick. Wenn ihr also den Thrustmaster Stick benutzt, dann gibt es hier schon ein natives Menü bzw. eine native Einstellung, die hier für die Helikopter ist. Die kam standardmäßig mit dazu. Ich empfehle euch, ein Rudder-Profil zu erstellen und auch ein Stick-Profil zu erstellen. Und damit beginnen wir. Im Rudder würde ich anfangen bei der Empfindlichkeit. Alles andere ist eigentlich relativ egal. Da gehen wir hier auf die Empfindlichkeit und das ist eigentlich ja schon ganz okay. Ich würde aber tatsächlich die Todzonenextremität noch etwas hochstellen, damit das gleich etwas einfacher ist. Also gehen wir mal auf 30%. Ihr werdet es mir, denke ich mal, danken. Und wenn ihr bessere Einstellungen habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann speichert ihr das einmal ab. Ich nenne das jetzt einfach mal MSFS Heli. Okay, und dann weiß ich, das ist das Heli-Profil. Dann haben wir hier das Stick-Profil. Und da gibt es so ein paar Sachen, die unterschiedlich sind, wenn ihr vorher zum Beispiel den Airbus geflogen seid. Es gibt nämlich ein, zwei Tasten an eurem Stick, die jetzt ganz anders belegt sind. Die würde ich jetzt wieder normal belegen, in Anführungsstrichen normal, so wie ihr es kennt. Schauen wir einfach mal rein. Ich drücke jetzt einfach mal die hintere Taste, die hier ist, um die Cockpit-Ansicht zurückzusetzen. Die ist nämlich hier in diesem Flieger mit dem Schalter-Rotor-Drehzahlregler umschalten belegt. Das würde bedeuten, dass ihr auf einmal Probleme bekommt, wenn ihr eure Cockpit-Sicht zurücksetzt. Also einmal hier drauf, dann auf aktuelle Eingabe löschen und auf validieren. Dann nennt ihr das auch einfach mal MSFS Heli und klickt auf OK. Und dann geht ihr hier in die Suche und gebt hier einmal Cockpit ein und dann suchen wir Cockpit-Ansicht zurücksetzen. Das könnte ein bisschen dauern, bis wir das gefunden haben. Cockpit-Ansicht zurücksetzen, da ist es. Und dann drücken wir genau unsere Wunschtaste, in diesem Fall die hintere Zurücksetzen-Taste, Joystick-Taste 2. Da speichern wir einmal ab. Und dann haben wir aber noch eine Taste, und zwar ist die Taste, die ich hier auf der anderen Seite habe. Ich habe hier meinen Stick als Kapitän konfiguriert, also habe ich den roten Autopilot Disconnect Button auf der rechten Seite. Ich spreche also jetzt hier in diesem Falle über diesen schwarzen Button, der die Außenansicht steuert. Den drücke ich einmal, also Joystick-Taste 3 in diesem Moment. Verringern Sie den Helikopter-Gashebel. Das heißt, wenn ihr in der Luft seid und wollt dann in die Außenansicht, dann
stürzt der Heli einfach ab. Das nehmen wir auch mal raus. Aktuelle Eingabe löschen, validieren und dann suchen wir einmal die Cockpit-Außenansicht, denn die kann man hier tatsächlich nicht suchen. Die muss man einmal so durchgehen. Es gibt nämlich den Cockpit-Außenansichtsumschalter sozusagen. Den müssen wir jetzt einmal gucken, wo er ist. Und wenn wir ihn gefunden haben, da ist er. Cockpit-Außenansicht-Modus ist aktuell Taste 13. Taste 13 gehen wir einmal und löschen die, drücken dann unsere Taste 3, validieren und gehen wieder zurück. Jetzt können wir erstmal testen, ob das alles geklappt hat. Außen, in, das hat geklappt. Ich ändere meine Sicht, drücke die Taste und sie ist auch wieder zurückgesetzt. Das ist doch schon mal gut. Was ich euch noch empfehlen kann, gehen wir nochmal kurz in die Steuerungsoption zurück, dass ihr die Achse hier noch einmal löscht. Wir haben hier nämlich die Achse, ich drücke jetzt mal die Taste, also diese Querachse hier. Und dann seht ihr, hier steht Heckrotor erhöhen. Wenn ihr einen Ruder habt, dann könnt ihr diese Option löschen. Würde ich euch empfehlen, falls ihr keins habt, könnt ihr alles so lassen. Und das, der guten Ordnung halber, funktioniert natürlich in jedem Helikopter von Microsoft Flight Simulator. Wir haben hier gerade den Gimbal Capri G2 und daran machen wir das alles fest. Aber die Einstellungen gelten natürlich auch für den anderen Helikopter, der mitgekommen ist, dem Bell 407. So, jetzt geht's aber weiter. Einmal aus dem Menü raus. Und dann können wir jetzt direkt gucken, ob sich hier am Side-Stick noch was bewegt. Nein, tut's nicht. Und beim Ruder, wenn ich ins Ruder trete, dann bewegt sich das, was ich bewegen soll. Ja, sind wir auch direkt dabei. Fangen wir an hier mit unserem Test. Schauen einmal uns den Hubschrauber nochmal von außen an. Trete ich jetzt hier ins linke Ruder, bewegt es sich ins rechte, bewegt es sich auch. Das hat schon mal funktioniert. Als nächstes testen wir hier einmal das Collective. Das können wir hoch und runter machen. Bewegt sich hier beim Co-Piloten übrigens auch. Und dann können wir das von außen auch nochmal sehen, wie das Collective angepasst wird. Das sorgt dann hinterher dafür, dass wir steigen können und sorgt für den Auftrieb. Dann hätten wir als letztes noch den Side-Stick. Den können wir einmal in jede Richtung bewegen und drehen, damit das auch alles passt. Das können wir von außen leider nicht sehen, außer dass der Pilot den Stick bewegt. Dann können wir auch direkt schon starten. Ich habe ein paar Kameraperspektiven gewählt und ich würde euch empfehlen, das auch zu machen. Dieser Typ macht mich übrigens richtig wahnsinnig mit seiner Geste die ganze Zeit. Hat er das gehört? Nein, er macht weiter. Ich habe diese als Standard gewählt, also als Nummer 1 sozusagen. Ich habe diese gewählt als Nummer 2, denn wir müssen gleich auf den Fuel achten und hier einmal aufs Collective. Und wir müssen dann einmal hier oben hin. Da sind nämlich unsere Engine Starters, da sind unsere Magnetos. Da ist unsere Ignition und da müssen wir gleich natürlich auch nochmal ran. Starten wir also jetzt durch. Wir fangen an. Wir schauen einmal, ob der Schalter beim Fuel hier auf On ist. Er steht auf On, das heißt, das passt. Dann drehen wir hier die Power etwas nach links. Der lässt sich nach links und nach rechts drehen. Drehen wir das einfach mal ein bisschen nach links. Dann haben wir das schon mal gemacht. Dann sollte hier dieser Schalter auf Auto stehen. Und dann können wir auch beginnen und den Master Switch einschalten. In der Zwischenzeit können wir hier einmal dran ziehen. Dann legt sich unser künstlicher Horizont richtig. Und da wir hier mit Standarddruck gerade unterwegs sind, brauchen wir hier nichts einstellen. Ansonsten über dieses Rad können wir das eindrehen. Hier war gerade auch noch Konfiguration. Da habe ich jetzt nicht drauf gedrückt. Da bin ich aus dem Menü tatsächlich auch nicht wieder rausgekommen. Von daher, wenn ihr es schafft, dann schreibt mir, wie ihr es geschafft habt. So, hier startet auf jeden Fall jetzt so langsam alles. Wir sehen hier ein paar Lämpchen, die leuchten. Das ist aber völlig normal. Also das blaue Lämpchen, das schalten wir gleich automatisch wieder aus. Das ist der Governor. Hier Oil P wird auch gleich ausgehen. Die orangene bei Alt auch. Und dann ist unser Heli gleich auch startklar. Hier unten, das ist auch alles in Ordnung. Die, die sich hier im roten Bereich befinden, die sind noch gar nicht wirklich an. Die kommen gleich auf Betriebstemperatur. Und dann sieht das auch gleich alles schon ein bisschen anders und auch schon ein bisschen besser aus. Also hier wird es gleich besser werden. Dann gehen wir einmal hier hin und sehen, dass das schon korrekt eingestellt ist. Der muss in der ersten Einstellung einmal zu dem Knopf zeigen. Und dann gehen wir wieder hier rauf. Das ist nämlich hier der Governor, der ist ausgeschaltet. Da sehen wir gleich, dass der auch alles selbst regeln kann. Das haben wir aber
wenn wir soweit sind. Wir gehen jetzt einmal hoch zur Mixtur. Der geht ganz nach vorne. Und dann können wir auch schon hier einmal unsere Strobe Lights einschalten. Unsere Pumpe, wenn wir die einschalten, sehen wir hier, dass auch Druck drauf kommt. So, dann stellen wir hier einmal unsere Power ein auf ca. 15. Gehen wir mal ein bisschen runter. Können wir das Collective noch einmal bewegen. So, jetzt geht das besser. Drehen wir dann einmal hoch auf 15. Hier auf diesen blauen habe ich jetzt gerade geachtet. Den dreht man, wenn man hier an der Power dreht. Ihr könnt es sehen, da bewegt er sich. Schwer zu sehen, aber ihr könnt es hoffentlich sehen. Dann schauen wir uns einmal die Rotor Brake an. Wir sehen, dass sich ja, unsere Toren ganz leicht bewegen, aber um zu testen, ob sie wirklich stehen bleiben, können wir den einmal ziehen. Kann man vielleicht von hier oben noch besser sehen, deswegen hatte ich mir das ja auch so gesetzt. Aber naja, hier ist gerade wirklich kein Wind, von daher passiert da nicht viel, aber der muss auf jeden Fall einmal getestet werden. Dann können wir direkt hier oben bleiben. Wir machen einmal unsere Ignition an, jetzt wird es einmal laut und wir piepen. Dann gehen wir einmal runter und drücken diesen Anlasser. Und dann hören wir auch schon, dass es losgeht. So, warten wir mal ein bisschen ab hier, bis die Temperaturen ins Angenehme übergegangen sind. Achtet dann darauf, dass das Collective unten ist. Zum aktuellen Zeitpunkt. So, jetzt sind so ein paar Fehlermeldungen weg. Das sieht eigentlich jetzt sehr gut aus. Das heißt, wir können jetzt einmal hier Alt einschalten und den wichtigen hier. Und dann merkt ihr schon, es geht los. So, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Ein bisschen Power drauf. Denn wir müssen jetzt die RPMs erreichen, dass sie hinterher hier gleich bei 530 stehen. So, jetzt ist es grün und gut. Jetzt schauen wir, dass die RPMs hier bei 530 stehen bleiben. Nehmen wir ein bisschen Power raus. Das sieht doch sehr gut aus. Das passt soweit. Hier können wir noch einmal auf Hot stellen. Das funktioniert. Cold funktioniert auch. Sehen wir auch, die Temperatur geht runter. Und dann stellen wir es auf Auto, damit uns jetzt gleich nicht so kalt wird. Ja. Dann drücken wir doch noch einmal diesen Schalter. Jetzt geht der Governor an. Und jetzt sehen wir schon, dass der automatisch sich hier einstellt. Und sehen auch hier, dass er das automatisch throttelt, um dann wieder die 530 RPM zu erreichen. Und auch hier ist das Licht ausgegangen. Ja, und das war's theoretisch und auch praktisch schon. Jetzt können wir noch unsere Lichter einschalten, damit wir auch von außen schön zu erkennen sind. Und jetzt wird es tatsächlich etwas schwieriger. Das heißt, wir starten jetzt, indem wir wirklich ganz, ganz langsam das Collective nach oben bewegen und drücken den Stick leicht nach vorne. Nicht zu sehr. Ich kann es nicht versprechen, dass das sofort hier alles reibungslos funktioniert. Und wir müssen relativ zügig gleich ins Ruder treten.
Denn wir werden jetzt wahrscheinlich einmal nach links abdriften. Genau. Jetzt trete ich ins rechte Ruder, damit wir gerade fliegen. Und da sind wir oben. Jetzt können wir mit dem Button, der ja bei anderen Games wahrscheinlich dazu genutzt wird, um zu schießen, also auf dem Sidestick, den hinteren, den können wir jetzt einmal gedrückt halten und dann könnt ihr diesen kleinen Knopf, der sich oben auf eurem Stick befindet, der sich in vier Richtungen bewegen lässt, den könnt ihr nutzen, um einmal zu trimmen. Das heißt, ich muss den Stick jetzt gerade ein bisschen nach vorne drücken. Wenn ich den jetzt wieder in die Normalstellung mache, dann seht ihr, dass der Hubschrauber hochgeht. Ich drücke jetzt mal hinten diesen Feuerknopf und dann hört ihr jetzt gleich ein Klackern, wenn ich einmal den schwarzen Pin nach vorne drücke. Und nochmal. Und jedes Mal, wenn ich das mache, trimmt er sich jetzt aktuell so nach vorne, dass ich den Stick immer weiter nach hinten ziehen kann. So, und jetzt driftet er leicht nach rechts, dann drücke ich das nach links, sodass ich gleich einen normalen Flugmodus erreiche und den Stick einfach in der Mitte haben kann. So, jetzt wäre es fast soweit, es geht dann noch einen Tick nach unten, jetzt drücke ich nochmal zurück, nochmal einmal vor und jetzt sind wir eigentlich sehr, sehr gerade unterwegs. Jetzt gehen wir nochmal hier über den Rotor ein bisschen. Das ist wirklich Fingerspitzengefühl. Aber es funktioniert. Wir befinden uns hier übrigens auf Sylt. Schauen uns einmal Sylt an. Na, können wir mal rausschauen. Schönstes Wetter hier. Unter sind wir in der Luft. Ja, es ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Also bei mir hat er die ersten Mal, als ich es getestet habe, ordentliche Zirkel gedreht. Also bei mir hat er, als ich das erste Mal getestet habe, ordentliche Zirkel gedreht und das war echt nicht schön. Aber soweit funktioniert das ja jetzt. Ja, und dass jetzt immer ausgetrimmt werden muss, das ist natürlich im echten Hubschrauber, das klingt jetzt blöd, aber das ist auch im Flugzeug so. Das ist in echten Hubschraubern und Flugzeugen ein bisschen einfacher, weil ihr da tatsächlich einen Widerstand an dem Stick merkt. Den merkt ihr ja hier nicht. Von daher stellt ihr das jetzt alles gerade hier nach Gefühl ein. Und im echten Helikopter, das soll nicht heißen, dass es einfacher ist, einen echten Helikopter zu fliegen. Aber beim Trimrad und beim Trim ist das tatsächlich einfacher. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich den auch im echten Leben fliegen könnte. So, wir drehen mal eine Runde. Eine langsame Runde. Ihr habt hier auch noch verschiedene andere Möglichkeiten. Ihr habt auch noch eine Karte. Dann könnt ihr euch nochmal alles anschauen. Hier sehen wir zum Beispiel das Sylt VOR, auf das wir zufliegen. Und hier sehen wir wieder unseren Flughafen. Ich weiß gar nicht, ob das VOR hier wirklich irgendwie eingezeichnet ist. Was sehen kann. Nö. Ist jetzt einfach da. Müssen wir theoretisch genau drüber sein. Also hier irgendwo wird es sein. Drehen wir mal wieder zurück. Und dann versuchen wir mal zu landen. Das habe ich bisher ehrlicherweise auch noch nicht wirklich hinbekommen. Schauen wir mal, dass wir diesmal nicht auf den Boden klatschen. Also ich kann euch auch nur empfehlen, schaltet Schäden aus. Denn das wird euch sonst ziemlich ärgern. Habe ich beim Airbus auch aus. Nicht, weil ich mir selbst nicht vertraue, sondern weil es tatsächlich manchmal Situationen gibt, bei denen der Microsoft Flight Simulator einfach aufhört und denkt, er hätte einen Schaden. Aber bei diesem Hubschrauber ist es relativ einfach, einen Schaden zu erlangen, wenn es gleich, ja, wenn es losgeht und auch, wenn ihr wieder landet. Außer ihr seid natürlich Naturtalente oder ich bin einfach das komplette Gegenteil eines Naturtalents. Das kann natürlich auch sein. Möchte ich auch gar nicht bezweifeln.
aber das ist schon alles nicht so einfach. Ihr könnt natürlich die Unterstützungen auch einschalten, dann habt ihr nicht solche Probleme mit dem Ruder. Ihr habt gerade gesehen, der driftet manchmal auch mal noch ordentlich zur Seite. Der Wind ist eigentlich relativ normal. So, jetzt gucken wir mal, was das für ein blauer Ballon da hinten ist. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. So, jetzt müssen wir gucken, bevor wir runtergehen. Wir haben jetzt noch 80 Knoten, dass wir jetzt erstmal langsamer werden. So, dann ziehen wir jetzt langsam zurück, gehen langsam mit dem Collective nach unten, damit wir Höhe und Auftrieb verlieren. Ist noch gar nicht aufgefallen, hier rechts ist ein Hubschrauber-Landeplatz. Da können wir uns auch gleich nochmal draufstellen. Jetzt seht ihr, jetzt werden wir langsamer. Jetzt haben wir noch um die 40 Knoten, 30 Knoten. Und jetzt gucken wir mal, dass wir über das Collective, das machen wir jetzt gleich nach unten, entsprechend Auftrieb verlieren. Dann landen wir einmal. Wie gesagt, seht es mir nach, wenn das jetzt eine sehr holprige Landung wird. Collective nochmal leicht nach oben. Ein bisschen mehr Auftrieb haben. Ah, und ich habe es ja gesagt, ich habe es noch nicht wirklich gut geschafft. Und jetzt wird es einmal knallen. Aber wir sind unten. Ihr kriegt das sicherlich besser hin. Ich hoffe es zumindest. Aber das ist auch alles, finde ich, zumindest nicht so einfach. Aber wir sind unten. Wir stehen hier. Wir können jetzt auch einmal die Engines wieder ausschalten. Machen wir nochmal alles aus, was wir so eingeschaltet haben. Und dann geht hier auch alles aus. Weil das lassen wir eigentlich noch an, solange sich noch was dreht. Jetzt seht ihr, der Motor geht jetzt langsam aus. Und jetzt können wir wieder wunderbar, jetzt kann ich es zumindest mal zeigen, an unserer Rotorbremse ziehen. Und jetzt seht ihr unten auch, wie die RPMs runtergehen. Sonst wird sich das nämlich gefühlt unendlich weiter drehen. Also wenn ich die einmal loslasse, dann seht ihr, dass sich das jetzt nicht wirklich hier ändert. Sehr gut mit WD-40 bearbeitet auf jeden Fall. Und wenn wir die einmal dran ziehen, dann geht die schon ordentlich schnell nach unten, denn genau dafür ist sie ja da. So, und da steht der Rotor. Wunderbar. Dann können wir natürlich auch unser Strobe ausschalten. Wir würden jetzt normalerweise auch alles wieder so einstellen, wie es ist. Also den wieder zurückstellen, den eigentlich auf off. Also normalerweise wäre der auf off gewesen. Und den Rest, ja, da haben wir nicht wirklich viel einzustellen. Den können wir nochmal kurz auf Cold stellen. Und dann wäre es das auch gewesen. Dann geht unser Master Switch aus und wir sind tatsächlich fertig. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie ihr diesen Gimbal Capri G2 einmal von Cold and Dark startet, was ihr zu beachten habt.
um einmal abheben zu können, wenn der wirklich ausgeschaltet ist. Ich konnte euch so ein paar Sachen hier in den Einstellungen, in den Steuerungsunterstützungsoptionen und in den Empfindlichkeiten näher bringen. Und ich hoffe, dass es euch auch geholfen hat, euer Flugerlebnis etwas schöner zu gestalten. Denn ganz ehrlicherweise habe ich auch erst einmal davor gesessen und habe gedacht, wieso hebt dieser Heli einfach nicht ab? Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich riesig über einen Daumen und ein Abo freuen und kommentiert gerne, welche Erfahrungen ihr mit diesem Helikopter und auch mit dem neuesten Update von Microsoft gemacht habt. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, dann erzählt es wie immer am besten nicht weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao!